Hallo Germeringer, ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Heute treffen wir Ursel Bräuning. Vor 40 Jahren, als wir nach Germering gezogen sind, haben wir Germering zu Fuß erobert und sind bei unseren sonntäglichen Spaziergängen irgendwann mal in einem kleinen italienischen Restaurant gelandet, haben gegessen und getrunken und ich habe von meinen vielen Erfahrungen mit den Schriftstellern, die mein Leben ja beherrscht haben, einen habe ich geheiratet, erzählt und habe dann gesagt, ach ja, hier in Germering, da wohnt der Walter Kolbenhoff, den kenne ich schon ganz lange. Ja, sagte mein lieber Herbert, den will ich ja auch immer schon mal kennenlernen. Weißt du denn, wo er wohnt? Ich sage, nee, aber da draußen ist eine Telefonzelle, da können wir ja rein und dann rufen wir einfach mal an. Gesagt, getan, wir waren schon etwas angeschickert und sind da in die Telefonzelle gekrochen und haben bei Walter angerufen und haben gesagt, ich habe mich gemeldet, habe gesagt, ich will noch immer schon mal meinen Mann bei Ihnen vorzeigen und jetzt sind wir gerade so unterwegs. Na ja, sagt er, dann kommt doch vorbei. Dann sind wir wieder zurück ins Restaurant, haben eine große Flasche Wein gekauft und sind zu Fuß zu Kolbenhoffs getigert. Es wurde ein langer, fröhlicher Abend und aus diesem fröhlichen Abend wurde eine jahrzehntelange Freundschaft bis zum Tod. Wir haben uns immer wieder getroffen, wir sind immer zu ihnen rübergegangen. Beide haben sie sehr gerne gekocht. Wir waren immer zufrieden, weil wir abends manchmal keine Lust mehr hatten, wenn wir von der Arbeit kamen und dann hatte Walter gekocht. Es war immer köstlich. Wir haben uns nie gestritten, wir haben diskutiert und wir haben ihn eigentlich begleitet. Und als wir dann silberne Hochzeit hatten, ging in München und Umgebung zwar überall gerade das Licht aus, das heißt der Strom war weg. Wir waren ganz verzweifelt, riefen im Kramerwirt an, aber die sagten, keine Bange, wir kochen noch auf Holz. Also war die Party gerettet, wir haben uns alle getroffen, es war legere Kleidung angesagt und Walter kam reinspaziert, schaute auf meinen Vater und sagte, der hat auch keine Krawatte um. Ich musste eine Krawatte umbinden, die Krawatte war dann weg. Der jüngste Gast war erst ein paar Monate alt, es waren viele Kinder da. Und die Feier ging bis in die späten Abendstunden und die Kinder spielten draußen und es war ein großes Toben und Lachen. Und ich erinnere mich nur, später habe ich dann mal den Sohn meiner Freundin hier, einer echten Münchnerin, gefragt, wie er sich denn mit den anderen Kindern, die zum Teil aus England und aus Berlin waren, verständigt hätte. Und da meinte er im wilden Bayerisch, was ich natürlich jetzt nicht kann, ah ja, ein bisschen Deutsch hätte er ja gekannt. Na ja, das war Robert und es war ein sehr schönes Erlebnis. Aber es blieb ja nicht bei dem. Wir haben immer wieder Gelegenheiten gefunden, uns zu treffen. Zum Beispiel an der Côte d'Azur. Kolbenhoffs fuhren da furchtbar gerne hin, lebten da auch einige Zeit in einem Haus der Schwester von Isolde. Und sie haben auch da wieder wunderbar gekocht. Und wir fuhren ja auch gerne nach Frankreich. Es war unser Hauptreiseland eigentlich. Und dann haben wir da einige Tage zugebracht, sind an den Strand gegangen. Ich erinnere mich daran, dass dem Walter da unten an der Côte in Saint-Tropez auch mal ein Malheur passiert ist beim Baden. Er ist nämlich in einen Seeigel getreten und das tat schon ziemlich weh. Wie die Geschichte ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr. Er ist sicher ein paar Tage gehumpelt, aber dann war es auch vorbei. Wir haben dann alle seine Bücher gelesen. Das erste, das uns überhaupt animiert hat, mit ihm den Kontakt aufzunehmen, spielte in Germering und hieß Das Wochenende. Es war kein großer Verkaufserfolg, glaube ich, weil der Verlag es ein Report genannt hatte. Es ist aber ein wunderbarer Roman, den ich gerade jetzt wieder gelesen habe und der eigentlich, wenn ich es genau nehme, die Situation, die damals war,
widerspiegelt auch heute noch. Es ist eigentlich keine Veränderung seit damals, nur nennt man andere die Dinge anders. Damals waren es die Gastarbeiter, die sich am Bahnhof versammelten, um die Züge immer fahren zu sehen. Oder die Kinder der Gastarbeiter. Heute am Germeringer Bahnhof sind es die Kinder mit Migrationshintergrund. Vom sozialen Status her gesehen hat sich nicht so sehr viel verändert. Ich fahre ja jeden Tag am Bahnhof vorbei und gehe dort vorbei und kann nur feststellen, so war es damals auch schon. Auch wenn Germering 40 Jahre älter geworden ist und wir alle auch.